Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. ATS ist heute das Thema. Was haben wir hier Schönes? Der kleine Bruder vom T800, der T600. Ist auch eine Mod von Shenik Games. Und die Mods findet ihr wie immer unten in der Beschreibung natürlich. Wenn euch das gefällt, Abo, liken, kommentieren. Wir fahren hier ein C15 Cat von C-Mod Sounds. Also der ist nicht for free, der Truck ist for free. Und die Conbars. Und ja, heute werde ich mit euch mal ein bisschen Holz fahren. Und da habe ich mir gedacht, da zeige ich euch doch gleich mal, weil wir jetzt auch mit dem letzten Update die Hidden Roads auf der Karte markiert bekommen, wo man denn hier in Bellingham über eine Hidden Road zum Holzplatz hochkommt. Ich habe schon was angenommen hier, eine kleine Mission, und ich würde sagen, wir starten mal sofort los. Sehr schönes Ding. Wer sich die Videos mit den Shenik Tracks angeguckt hat, der weiß ja schon, die sind von der Deko innen drin nicht ganz so kompatibel. Aber außen eigentlich immer relativ cool aufzubauen und ja, eigentlich schöne Models for free. Und wie ich finde, eins der schönsten Kennwort-Dashboards, auch der W900 hat ein ähnliches Dashboard. Ich fahre auch heute wieder mit dem View Tracker. Die Software könnt ihr auf Steam kaufen. Gar nicht teuer. Und eine Webcam dazu. Und schon kann man sich wunderbar umschauen. Ah, warte mal, ich muss mal einmal kurz. Das Navi zeigt mir jetzt natürlich einen anderen Weg. Mal kurz die Karte aufmachen. Wir sind ja jetzt an einer anderen Werkstatt. Ja, ist richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig. Schauen wir doch mal. Ich lasse das mal offen, damit man das sieht. Das Navi wird gleich ein bisschen am Kabel drehen. So, ihr seht ja, hier rechts ist die Straße, auf der... Oh, 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 fahr mir bloß nicht ins Auto. Wo kommst du denn her? Ist die Straße ja zu Ende. Laut Karte. Aber wie ihr seht, keine Kreuze. Man kann weiterfahren. Neue Passage. Karte aktualisiert. Und zack. Wie ihr seht, wird das jetzt markiert. Oh, der Sound ist herrlich. Kann man eigentlich keinen falschen Weg fahren, ne? Also man kann hier nur einer Route folgen jetzt. Oh, schöner Sound. Mal ein bisschen die Fenster aufmachen. Seht, es wird immer mehr frei sichtbar auf der Karte. Das bleibt dann auch. Ja, da hat man nicht diese malerische Ortschaft, wo man durchfährt, wenn man auf dem normalen Weg hinfährt. Aber es ist kürzer. Es sind, glaube ich, hier über den normalen Weg sind es 120 Meilen. Ich habe es noch nicht genau abgemessen, aber hier ist man relativ schnell am Holzplatz oben. Es sind auf gar keinen Fall 120 Meilen. Thank you.
Das soll hier ein externer Auftrag, also der kann auch nicht weg sein, wenn wir da ankommen. Oh, oh, oh. Force Feedback auf dem Profil ganz schön hoch eingestellt. Ach du liebe Güte. Zieht er mir fast das Lenkrad aus der Finger hin. Gehen natürlich mal ein bisschen nach oben hier. Dafür haben wir das doch bekommen im letzten Update. Suspension. Oh, jetzt habe ich aber hier zu sehr rumgetrödelt. Oh meine Herren, ey, mein Lenkrad macht hier richtig Randale, was? Das ist ja lustig. Hoppala. Zwischengetriebe. Also sehr cool, dass man jetzt hier so richtig schön in die Spiegel gucken kann auch. Ohne dass ich eine Hand vom Lenkrad nehmen muss. Kann ich nur empfehlen. Also eine nette Low-Budget-Version. Es gibt ja viele Geschichten, wo man mit Head-Tracking fahren kann. Aber das ist echt, ist erstmal so, wenn man es drauf anlegt, kann man es für unter 50 Euro machbar ausstatten. Und man muss auch nicht bei Festtagsbeleuchtung im Raum sitzen, das funktioniert hervorragend. Wie ihr seht, selbst diese Straße wird richtig schön auf der Karte jetzt markiert. In Zukunft bleibt das dann auf der Karte und dann... sind wir schon im Missionspoint. Sehr netter Truck, also läuft zuverlässig. Wunderschönes Dashboard. Sieht alles nicht ganz so klasse aus in der, beim Händler. Ne? Also das ist bei den Shinek Trucks irgendwie leider so. Aber die lassen sich dann. Oh, jetzt muss ich mal kurz. Da sehe ich ja nichts. Wenn ich ein bisschen gerade nach oben beuge, dann gucke ich nämlich richtig schön über die Motorhaube jetzt drüber. Das ist fantastisch. Part. Ganz gut, dass das auch nicht gleich alles grau gestrichelt dann angezeigt wird, sondern immer nur stückchenweise. Also wenn man das dann noch gar nicht kennt, dann weiß man nie, ob die Straße nicht da gleich zu Ende ist. Herrlich. Passend bei Offroad-Reifen aufgezogen. Neue Route finden, sagt das Navi. Oh, willkommen am Holzplatz Bellingham durch die Hintertür. Wir müssen jetzt natürlich erst nach vorne fahren. Oh ne, bei einer externen Mission können wir jetzt sofort aufladen. Aber wenn ihr vom Frachtmarkt was aufnehmt, müsst ihr natürlich nach ganz vorne fahren und das erstmal dann annehmen. Hoppala. Da sind wir, meine Damen und Herren. Herrlich. Mein Herrn, Force Feedback hier. Ich finde einer der coolsten Holzplätze.
beide Anfahrten, also wir fahren gleich auf der anderen Seite runter. Und auf jeden Fall herrlich gemacht. Ja, Hidden Road complete. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ist schon ein ganz schönes Stück. Ne? Ansonsten fährt man nämlich hier den Highway runter, hier und dann hier hoch. Also schon auch deutlich eine Abkürzung, wie ihr seht. So, dann wollen wir mal aufladen. Mal schauen, ja, der hatte keine Getriebe mit Retarder, der T600 hier. Bin mal gespannt, wie es gleich am Berg drückt auf die Motorbremse. Durch den Retarder nutze ich ja eh wenig. Also ich fahre, glaube ich, 90% mit der Motorbremse. Oh, Paula, abgebürgt. So, aufladen bitte. Oh, lustige Hupe. So, geht das los. Aufgeladen ist. Kleiner Schnitt, hab die Force Feedback mal runtergestellt. Downhill jetzt. Hier ist auch noch ein Aussichtspunkt, den habe ich aber schon. Hoppalala. Da war ich zu schnell. Also der normale Weg runter ist natürlich auch phänomenal, muss ich sagen, ne? Und auch richtig Bock hier. Das ist mal so richtig Holz. Sandpoint oben haben wir auch noch so einen Platz. Da ist... da weiß ich aber gar nicht, ob es dann hier Hidden Road auch hingibt. Muss ich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall ist da auch noch ein netter Holzplatz. Auch hier oben in Washington. Oder ist das sogar schon Idaho? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt nachgucken. Ich meine, das war auch in Washington. Also alles ganz nördlich oben, ne? Oh, hier hat es einen Kollegen umgeworfen. Oder zumindest hier näher. Oh, mit der Aussicht heute. Herrlich.
natürlich an, ne? Also muss ich mich nicht ganz so aus dem Bremsen konzentrieren, aber er macht schon ganz schön, bremst auf jeden Fall super damit. Stört mich nämlich ganz schön mit dem Head-Tracker, muss ich sagen. Also hierbei, wo man überhaupt nicht einsehen kann. Oder wo es halt so einen Höhenunterschied rauf oder runter geht, da sieht man nichts. Das ist ein Dampfmann hier, das Auto ja alles ewig. Straße erreicht haben. Ah ja, hier gibt es noch einen Trick. Muss aber ein bisschen vorsichtig angehen. Gerade mal gucken in die Außenkamera. Genau. Ja, das war hier. Seht ihr das hier? Reifenspuren? Also wenn ihr nicht zu schnell seid, könnt ihr hier ein bisschen abkürzen. Dann ist auf jeden Fall diese ganze Kurve hier. Wow. Oh. Oh. Hat geklappt. Oh, nächste Ebene. Oh nein, das wäre jetzt zu labberig. Also, ist so gewollt, ne? Rauffahren ist da schwierig, sage ich euch. Aber runter geht durchaus. Oder auch wenn ihr im Konvoi fahrt und es hat sich jemand in der Kurve aufgehangen, können die anderen so auf jeden Fall noch da wieder vorbei. Dann haben wir wieder nichts hier. Runtergestellt und trotzdem noch ganz schön am Ruder in dir. Wir haben es gleich geschafft. Auf der Straße. In Meilen müssen wir überhaupt 178 Meilen noch. Also wahrscheinlich so 170 dann. Resetten.
Also der T600 bringt auf jeden Fall auch eigene Motoren mit, die auch ganz nett klingen. Hier ist ja jetzt der C15 von C-Mod. Ja, er kostet ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Die Links sind natürlich in der Beschreibung, wie immer. Aber es gehen auch die C-Mod-Motoren aus Workshop. Also die funktionieren auch. Ist ja auch Caterpillar Diesel, Detroit Diesel und Cummins 14. N14. Wenn ihr am Modden seid, dann werdet ihr wissen. Das war knapp. Muss man schon etwas fester reintreten. Ja, läuft gut. Muss ich ja sagen. Jetzt hier auch keine übertriebene PS drin, 630 PS. Aber wie gesagt, die Getriebe leider alle ohne Retarder. Sound,
setze jetzt natürlich keinen Retarder ein. Mit dem Format ist ja normalerweise, wenn er bremsen muss, geht der Retarder an. Wahrscheinlich eine starke. Ich denke mal, er wird die Motorbremse reinsetzen dann. Wenn zu schnell wird. Wenn er keinen Retarder hat, muss er ja irgendwas machen. Coole Strecke auch wieder, muss ich sagen. Das Converset könnte auch hinten auf die Trailer bauen. Ganz nett, muss ich sagen. Auch gute Arbeit. Und das sind zig Felgen, die ihr da zur Auswahl habt, also. Ja, man ja ein bisschen langsamer. Ja, obwohl, die passt noch 60. Die ist 60, alles klar, passt. Oh, was war denn da? Ja, den Truck hier hatten wir übrigens schon mal in einer vorigen Version, also diese Version ist aber damit nicht zu vergleichen. Werde ich mal in die Infobox legen oben. Das war aber glaube ich noch zu 1.41. Oh, rechts runter.
machen, aber er bleibt stehen, ich nicht. Und tschüss. Oh, ich muss gleich links. Das war so klar. Schön ist, durch den Weißwand hinten sieht man super das Ende des Trailers, ne? Das ist mir aufgefallen, ne? Also das ist ja, weil auch jetzt sieht man das im Spiegel, ne? Genial. Cool, sehe ich jetzt, ist die Lüftungsklappen, die sind hier offen im Sleeper. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Bei irgendeiner Mod. Oder bei den LKWs allgemein. Oh, wir müssen hier links, glaube ich. Ne, eine weiter. Bitte nach links ab. Das ist doch schon unser Abladeplatz. Perfekt. Yes. Wir haben es geschafft. Wenn euch das gefallen hat, macht ein Abo, Like, kommentiert natürlich. Seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Ja, ihr könnt mir auf Facebook folgen oder auch auf unseren Discord kommen. Einfach mal mitfahren, wenn ihr Bock habt. Auch im Livestream ist das möglich. Schaut's einfach mal rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.